hier Familie und das Brautpaar. Bitte so, das ja. Kommt, du, komm mal hier. Die Braut. So, so, bitte weiter durch hier. Ja, ja. Sie kommen bitte auch hier rüber auf die Seite. Danke. So, ja, ja. Ja, ja, pass auf. Ja, wir haben eine Sekunde. So, bitte jetzt alles weiter nach rechts. Ja, meine so. Kommt direkt, die ganze Familie. So, fertig. Ja? Ja? Bitte recht freundlich. Im Reinfall von Onkel Hugo hätte ich gern gerannt von der Wand. Du bist gemein. Onkel Hugo wird uns nie wieder im Leben besuchen. Ja, wir werden es überleben. Onkel Hugo. Du hast es berufen. Naja, aufmachen müssen wir ja wohl. Paul! Tag, Bruno. Mensch, wie schön. Komm rein. Petra, Paul ist da. Paul. Grüß dich. Ja? Ist alles noch ein bisschen kalt. Wir haben noch keine Betten. Wir schlafen auf Matratze. Aha, schön. Aber Kaffee kann ich schon kochen. Bringst du mit? Ja, gern. Setz dich ruhig auf die Dinge da. Die stehen auch so, wie sie gekommen sind. Wir müssen noch die Maler rein. Kann aber hübsch werden. Ja. Wie geht's Vater? Naja, einen Knacks hat er weg. Das hast du ja auf der Hochzeit gemerkt. Hat er wirklich seine Patente zurückgegeben? Mhm, hat er. Und zwei Tage später ist er auf dem Wasser- und Schifffahrtsamt gewesen. Und aus der PTG ist er auch raus. Aber jetzt hockt er täglich hier auf der Werft rum. Und was ist mit der Versicherung? Da hat er Schwein gehabt. Mit der Versicherung, das geht alles in Ordnung. Jetzt will er einen Antrag auf Abwrackprämie stellen. Aber du kennst ja unseren Alten. Ich habe den Verdacht, er will gar nicht abwracken. Entweder sucht er einen Käufer, oder ich weiß nicht. In seinem großen Schmerz will er noch einen Schnitt mit der Franziska machen. Und das schafft er auch, verlass dich drauf. Und du, was ist mit dir? Ja, deswegen bin ich hier, Roman. Ich kann nicht mehr so rumhängen. Ich muss was tun, das macht mich kaputt. Vor einem halben Jahr oder so, da hast du mal gesagt, steig doch um. Geh auf den Schuber, komm zu uns. Na, jetzt ist es soweit. Habe ich bei Mannesmann noch eine Chance? Meinetwegen zuerst als Steuermann. Tja, Paul, vor einem halben Jahr. Ich sag dir, wie es ist, es ist alles ein bisschen anders geworden, es ist schwerer jetzt. Du müsstest natürlich noch einen Radarlehrgang auf dem Schulschiff machen. Na, das will ich ja auch. Na gut, versuchen wir es. Ich hab das schon geahnt. Aber eine richtige Absage war es ja auch wieder nicht. Was denn sonst? Im halben Jahr noch mal nachfragen. Meine Patente, die hat er sich gar nicht erst angesehen. Das war einfach ein beschissener Zeitpunkt. Du hast damals den Anschluss verpasst. Ich werde für dich am Ball bleiben und aufpassen. Ja, es wird sich schon was anderes finden. Soll ich dich jetzt hinfahren? Hast du noch Zeit? Ja, klar habe ich für dich Zeit. Dann fahren wir zur Werft runter. Ich habe noch ein paar Sachen auf der Franziska liegen. Wenn der Alte da ist, kannst du ihm ja guten Tag sagen. Muss das sein? Ja, denn nicht. Da kannst du mich ja vorher absetzen. Okay. Na, Herr Wilde, wann gehen wir denn auf die Slopelling? Wir müssen darauf warten, Herr Specht. Ich kann nicht abfacken, bevor ich nicht die Prämie kenne. Beim 1200-Tonnen-Schiff ist das eine konstante Größe, Herr Wilde. Da gibt's keine Überraschung. Ja, ich bin vorsichtig geworden. Ich will Sie nicht drängen, aber wir brauchen den Platz. Ja, die paar Tage werden Sie noch warten können. Glauben Sie nur nicht, dass Sie die Franziska in dem Zustand noch verkaufen können. Baujahr 1902, ich bitte Sie. Trotzdem, ich kann mich noch nicht festlegen. Wenn ich Näheres weiß, dann hören Sie von mir. Thank you.
was ist denn? Warum warst du oben? Du hast die Betten gemacht, alles ist aufgeräumt, eben der Fußboden ist sauber gemacht. Aber Abi, ich hab's gut gemeint, ich wollte dir die Arbeit abnehmen. Genau, genau. Und was muss ich da machen? Da ist doch für mich gar nichts zu tun. Muss ich da nicht rumsitzen, aus dem Fenster gucken? Das ist doch zum verrückt werden. Hier, eben der Tisch ist fertig gemacht. Abi, Kind, beruhige dich doch. Ich hab's doch gut gemeint. Ich hab einen Fehler gemacht, nicht? Ach, das ist auch nicht du. Entschuldige, ich bin einfach fertig. Aber du verstehst doch. Auf der Franziska bin ich immer früh aufgestanden. Habe gewaschen, gekocht, sauber gemacht. Und auch noch für die drei Männer gesorgt. Und dann habe ich mir auch noch um Christa gekümmert. War ich natürlich, habe ich immer am Anker gestanden. Und wenn die Männer müde waren, dann war ich natürlich immer am Haspel. Und jetzt? Du arbeitest. Für mich ist gar nichts mehr zu tun. Nachts schlafen kann ich auch nicht. Ich bin das nicht gewohnt. Ich habe immer auf Schiffe gelebt. Und Paul fehlt mir auch. Er sucht jetzt Arbeit. Wie das weitergeht, das weiß ich auch nicht. Ach, Kim, mach dich doch nicht verrückt. Es geht doch weiter. Du, ich kenne das alles. Sieh mal, ich hänge doch auch an der Franziska. Ich bin auf ihr geboren und bin 20 Jahre auf ihr gefahren. Und als ich dann hierher kam, um unseren alten Vater zu pflegen, da musste ich auf fester Straße erst wieder laufen lernen. Ich könnte auch manchmal nachts nicht schlafen. Und das ist Nico. Hallihallo, da bin ich wieder. Hey. Hat alles geklappt, ich hab angeheuert. Ich gratuliere, mein Junge. Ich hab dir deine Tochter mitgebracht. Die fängt ja früh an. Sitzt jetzt schon an der Rheinpromenade mit Jungen. Nun komm, wir setzen dich erstmal hin und erzählen. Wie war's denn in Köln? Ich bin gar nicht in Köln gewesen. Ich war bei der Stindes-Reederei. Hab mich da vorgestellt, die waren alle ganz nett. Enkel vom alten Wilde hat vielleicht geholfen. Naja, in 10 Tagen fange ich da an. Mach ich da meine Lehre zu Ende. Was für ein Schiff ist es denn? Containerschiff. Alles unheimlich modern, vollautomatisch. Das ist aber alles total anders als auf der Franziska. Hey, Kressmann, weißt du, wo unser Alter ist? Nee, ist weggegangen. Vor einer halben Stunde. Danke. Ich hab deine Post mit nach hinten genommen. Ich wusste ja nicht, wann du kommst. Der aus Holland kam erst gestern an. Jetzt kannst du dir doch deine Post nach Hause schicken lassen. Ja, nee, die kann man. Nee, da stecken wir zu viel ihre Nase rein. Na Jupp, dann gib mir doch mal einen. Und wie heißt das 6. Gebot? Du sollst nicht Ehe brechen. Und was hast du gemacht? Ich hab doch nicht geahnt, dass der Kerl mir direkt an die Wäsche geht. Er wird wohl nicht nur die Wäsche gewesen sein. Und dann hast du ihn gelassen, nicht? Kinder, mit was ihr alles zu mir kommt. Aber sonntags bei der Messe, da ist kein Aas von euch zu sehen. Was hat nur dein Mann gesagt? Viel gesagt hat er nicht. Der hat mich in der Hintern getreten und die Treppe runtergeschmissen. Ja, und was soll ich da tun? Ich hab gedacht, wenn sie nur mal mit mir nach Haus gehen könnten und mit meinem Mann vielleicht ein paar Worte sprechen. Sag mal, bist du Jack, Lisa? Dafür, dass du dein Vergnügen gehabt hast, soll ich mich noch in den Hintern treten lassen und dann bei euch die 3 Treppen rauf, wo ich so schlecht zu Fuß bin? Hast du eine Schwester hier um die Ecke wohnen? Das Margret? Ja. Hat doch so einen Mann. Den hat sie nicht mehr. Wieso? Ist der tot? Nee. Geschieden. Herrgott, wie lebt ihr alle, ihr Heidenvölker? Jetzt hat sie einen neuen, den Otto. Der ist auch gut gebaut. Na, dann gehst du eben zu dem Otto. Das ist zwar kein christlicher Rat, den ich dir ja gebe, aber für Streitigkeiten in der Ehe bin ich auch nicht die richtige Institution.
Das habe ich mir auch schon gedacht, Herr Pastor. Aber es war doch gut, dass ich mal mit Ihnen gesprochen habe. Also, dann bedanke ich mich auch herzlich. Ist gut, aber jetzt muss ich gehen. Komm. Das ist er. Wer? Na, mein Mann. Weißt du denn, dass du hier bist? Vielleicht ist er mir nach. Und hau mir einen über den Kopf, was? Was du, nehmen Sie den Stock, hauen Sie ihn wieder. Kann ich doch nicht machen. Na, komm her. Ach, du bist das, Jakob. Komm rein. So, jetzt hau mal ab. Ja, wiedersehen. Und schönen Dank auch, Herr Pastor. Ja, ist gut. Ich muss schon sagen, Blackie, dass du so spät noch Damenbesuch hast. Du redest kein Quatsch, das war keine Dame. Das habe ich gesehen, aber ganz schnuckelig. Na, dein Geschmack, wo kommst du denn überhaupt her? Von Jupp am Markt. Hast du schon was gegessen? Ja, vorher bei Trimmel. Hör mal, Blackie, wer bezahlt eigentlich deine Telefonrechnung? Na, die Bischofsverwaltung, wieso? Dann gib mal deinem Bischof diese 10 Mark. Ich muss nämlich dringend mit Holland telefonieren. Ist alles okay, meine Herrschaften? Ja? Können Sie mir bitte sagen, wann wir in Köln sind? Morgen früh, etwa 9:30 Uhr. Bitte sehr. Schauen Sie, Türkis ist eine so lebendige Farbe. Das ist fürs Gesicht sehr schön. Was meinst du? Hallo? Darf ich Ihnen das einpacken? Da höre ich gerade von der Zentrale, Kapitän, dass Herzog in Köln abgelöst wird und auf der Deutschland fahren soll. Wussten Sie das? Was? Ja, keine Ahnung. Ja, wer soll denn dann zu uns kommen als erster Steuermann? Der kleine Penk soll kommen. Also das verstehe ich nicht. Wer hat sich denn das schon wieder ausgedacht? Weiß Herzog schon davon? Wahrscheinlich nicht, ist ja ganz frisch. Ja, dann rufen Sie noch mal rauf. Herr Grad ist eine Freiwahl. Ja. Machen wir mal nach Aalen. Und sieh mal nach, Charlie, was ich noch alles zu zahlen habe. Wie, alles? Hm. Alles. Aber da ist mir noch was von vorher Woche, glaube ich. Moment noch. Na, mach mal glatt. Ja. 31,60. Stimmt so. Vielen Dank. Herr Herzog, bitte zum Kapitän. Herr Herzog, bitte zum Kapitän. Auch das noch. Was ist denn los, Herr? Was sagt er denn, Herr Herzog? Was weiß ich? Tja, ich kann's mir denken. Was? Na, wenn du in der Frau verknallt bist, ne? Ja, woher wissen Sie das? Ja, dafür muss man einen Blick haben. Ich bin sehr enttäuscht, Herzog. Hinter meinem Rücken Versetzung beantragen. Wann haben Sie das Ding eigentlich gedreht? Vor 14 Tagen war ich in der Verwaltung in Köln. Hat es sich Ihnen dann so ergeben? Sie wollen wohl möglichst schnell auf der Deutschland Kapitän werden, wie? Ich denke, ein Wechsel ist immer gut, Herr Wilde. Also ich verstehe das nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, dass es mir sehr leid tut. Und auch meine Frau wird es bestimmt bedauern. Aber Sie müssen ja wissen, was für Sie richtig ist. Ja, ich glaube, ich weiß es. Hallo, Herr Herzog. Herr Brandes war eben hier und sagte mir, Sie gehen in Köln von Bord. Herr Gnefrau, ich mache auf der Deutschland weiter. Schade. Tja, ist besser so.
Das ist ein ganz mieser Job. Aber ich kann ja schließlich ja nicht herumsitzen und auf ein Wunder warten. Hast du zugesagt? Ja. Ist besser als auf irgendeinem Schiff ohne euch. Wie viel verdienst du eigentlich? 420 die Woche. Musst du früh aufstehen? Um 6 Uhr. Um 5 Uhr ist dann Feierabend. Ach, komm dann im Bett. Hm? Wenn man denkt, immer haben wir gesagt, Schluss mit der Franziska, runter von Bord, weg vom Alten. Jetzt ist es soweit. Jetzt haben wir, was wir wollten. Aber dass man dabei gleich so auf die Schnauze fliegen muss. Ja. Wir haben sie doch gesund. Wir haben ein Dach über unserem Kopf. Und Hunger machen wir auch nicht. Das stimmt. Aber ich wundere mich nur über den Alten. Ich möchte wissen, was der vorhat. Will er reparieren? Will er abwracken? Will er verkaufen? Also liegt die Franziska schon wochenlang auf der Werft und er turnt in der Weltgeschichte rum. Nur hier lässt er sich nicht blicken. Ach, denk nicht so viel darüber nach. Er hat doch immer gemacht, was er will. Guten Tag, Herr Wilde. Tag, Herr Helders. Setzen Sie sich bitte. Danke, danke. Es tut mir leid, Sie mussten warten, entschuldigen Sie. Ach, das macht nichts, Herr Helders. Ich habe mir Zeit genug mitgebracht. Was kann ich für Sie tun? Das ist die Kieserling aus Ingelheim. Mensch, die ist schön bepackt. Schön bepackt? Mensch, du gehst mir mit deinen Schiffen ganz schön auf die Nerven. Denk lieber daran, dass wir noch 12 Zentner Apfelsinen abzuladen haben. Es tut mir leid, Herr Wilde. Aber das sind Maße, die wir heute beim Deichbau überhaupt nicht mehr verwenden können. Ja, ja, ich verstehe, Herr Das. Ihre Methode ist billiger. War eben ein Versuch. Sie müssen mal in Belgien nachfragen. Fahren Sie mal nach Antwerpen. Nee, nee, ich fahre nach Hause. Man muss auch mal den Mut haben, aufzugeben. Jedenfalls herzlichen Dank, dass Sie Zeit für mich hatten. Es tut mir wirklich leid. Auf Wiedersehen, Herr Wilde. Zum Waisenkind habe ich in Pension. Wie geht's denn, Lisa? Bist du wieder bei deinem Mann?
Nee, das ist nur doch alles anders gekommen, Herr Pastor. Ich bin jetzt bei dem Otto geblieben. Wissen Sie noch, wo Sie mich neulich abends hingeschickt haben? Das war eine gute Rat von Ihnen. Otto? Ist das nicht der Kerl von deiner Schwester Margret? Ja, aber nur ist es meiner. Ich habe ihm gerade frische Brötchen und was Käse geholt. Und was macht deine Schwester? Das Margret. Die ist nur bei meinem Mann. Ja, wir haben uns alle ausgesprochen. Und so passt da doch alles viel besser. Und ihr lebt in Sünden durcheinander und keiner hat Angst vor dem Fegefeuer. Ach, Herr Pastor, mit der Angst kann unser eins nicht leben. Was kommt, das kommt. Aber meine Otto, das ist eine prima Installateur. Und wenn bei Ihnen einmal eine Wasserhahn tropft oder das Klosett ist verstopft, meine Otto, der kommt immer gern. Na, das will ich mir merken, Lisa. So, ich muss jetzt weiter, ne? Tschüss, Herr Pastor. Und bleiben Sie schön gesund, ja, ich ne? Ich will mir Mühe geben. Ja, Struppi, du hast es gut. Du brauchst nicht eines Tages vor deinen Herrgott hintreten und sagen, wie schlecht du deine Schafe gehütet hast. Komm, wir gehen nach Hause. Die Kartoffeln sind fertig. Willst du in der Küche essen? Ah, das ist mir egal. Wie war's denn? Das ist eine ganz schöne Schinderei. Er fährt und ich mache die Knochenarbeit. Ich weiß nicht, ob ich das lange durchhalte. Du bist müde, was? Das ist ja nicht die Arbeit, Afir. Das sind die Menschen, das ist eben ein ganz anderer Schlag. Außerdem ist es so weit entfernt vom Wasser. Gib mir mal das Shampoo. Du siehst, wie sie an dir vorbeiziehen. Früher, da hast du ihnen mal zugewinkt. Und auf einmal, da gehörst du nicht mehr dazu. Du bist eben kein Schiffer mehr. Du schleppst Apfelsinen, Tomaten und Zwiebelsäcke. Ich weiß, Lippi, ich weiß. So komme ich ja auch auf keinen grünen Zweig. Ich muss unbedingt auf den Radarlehrgang. Sonst habe ich auf dem Schubschiff überhaupt keine Chance. Ja, das musst du bestimmt machen. Aber erst muss die Seife aus. Ja. Wenn du in Duisburg bist, dann gehe ich arbeiten. Ja, gehen wir mal an. Das langweilt mir sowieso. Gehe ich Zwiebelsack schleppen. Ich habe Bohnen mit Rindfleisch. Willst du ein Bier dazu? Nee, danke, Blackie. Junge, du bist wirklich wie eine Mutter zu mir. Gibst mir zu essen und zu trinken, machst mir mein Bett und teust es mich auch noch. Ja, aber den Löffel, den musst du selber halten. So, nun iss mal. Ja. Erst bind mal deine Schürze ab. Warum? Gefällt dir die nicht? Nee, du siehst aus wie Tante Olga im Schäferpuff. Ich bekleckere mich manchmal. Und das hält die ewige Reinigen das schwarze Zeug nicht aus. Der Bischof hat schon gesagt, ich soll mich lieber Flecki nennen. Nur ist und erzähl. Naja, mit den Holländern, das hat ja nur nicht geklappt. Ich habe nämlich gedacht, weißt du doch, vor 2 Jahren, da haben sie für ihren Deichbau alte Schiffe aufgekauft. Und die haben sie mit Kies oder Steinen beladen und dann versenkt als der Unterbau, als Fundament, verstehst du? Damals haben sie noch gutes Geld dafür bezahlt. Und für meine alte Franziska, da wäre das noch so wie ein ehrlicher Seemannstod gewesen. Und dann dieses Abwracken auf der Slobelling, wenn man dabei steht, das ist ein schreckliches Abschlachten, so Stück für Stück. Warum wollten denn nur die Holländer deine Franziska nicht haben? Weil sie es heute ganz anders machen. Heute gießen sie riesige Betonwannen, rechteckig. Und die werden dann mit Geröll und Steinen aufgefüllt und geflutet. Ist natürlich viel billiger und steht auch besser auf Grund. Naja, war noch mal ein Versuch, Blecki. Jetzt lass ich's laufen. Springt denn da noch was raus für dich? Ich meine hier. Ja, die Versicherung, die Prämie und der Schrottwert, ein rundes Hündchen kommt schon noch zusammen. Die Maschine und die Anker habe ich schon verkauft. Wie, in Rotterdam? Ja. Ich hatte gerade noch 4 Stunden Zeit, bis mein Zug ging. Und da war das Geschäft schon perfekt. Ja.
Jakob, ich glaube, du bist doch ein Spitzohr. Fox, huh? Gottfried. Ja, was gibt's denn? Eine Kindstaufe? Du in deinem biblischen Alter? Ach, dein Sohn. Na ja, da gratuliere ich zum Großvater. Was ist es denn? Mädchen? Wie soll's heißen? Elisabeth? Oh, so ein schöner Name. Ob ich komme? Ja, sicher komme ich. Übernächsten Sonntag? Ja, hab ich frei. Wo liegst du denn? Ach, an der Schleuse 1 am Rhein-Herne-Kanal. Ja, das kenne ich. Hm? Ich komme mit dem Boot. Direkt nach der Messe. Ne? Ja. Dann grüß noch mal deine Frau und deine Kinder. Also, tschüss Gottfried. Der Gottfried Klenze. Jetzt ist er doch auch noch ein Opa geworden. Na, dir schmecken wohl die Bohnen, was? Na, prima. Sag mal, Blackie, kannst du mich denn noch eine Weile ertragen? Hör mal, du kannst so lange bleiben, wie du willst. Ich bin ja froh, wenn abends einer hier ist. Weißt du, jetzt fangen hier nämlich die Laufereien an. Und von Leutesdorf von zu Hause schaffe ich das alles gar nicht. Dann kannst du doch mal anrufen da. Nee. Die machen sich vielleicht Sorgen um dich. Ah, was? Die sind froh, wenn sie nichts von mir hören. Aber da kann doch auch mal was passieren. Na ja, dann ruf du mal an. Mich fragen die immer so viel. Müsste hey, schon moderner wird Schiff sein. Baujahr 1965. Ja, ein Koppelverband, das bringt's. Der schafft wenigstens Tonnage weg. Na, wer kann sowas bezahlen? Ein Fahrzeug, mit dem Sie heutzutage Geld verdienen wollen, das müsste schon ein Großraumschiff sein. Oder ein kleines Schubboot. Aber jetzt geht's weiter, meine Herren. Zigarettenpause beendet. Unsere Zeit ist knapp und wir haben noch eine Menge Stoff vor uns. Wir gehen jetzt weiter mit dem wichtigen Thema der Bildeinstellung. Aber zuerst einmal etwas Allgemeines. Wie würden Sie bei einer normalen Streckenfahrt Ihr Bild einstellen? Ich wähle zuerst einmal den passenden Bereich. Einverstanden. Welchen Bereich sollen wir annehmen? 1200 Meter Bild. Okay. Woran müssen wir jetzt aber noch denken? Um eine gute Voraussicht zu haben, müssen wir das Bild dezentrieren. Sehr gut, Herr Wilde. Genau darauf wollte ich eigentlich hinaus. Wir hatten vorhin ein zentriertes Bild, der Mittelpunkt genau in der Mitte und eine Voraussicht von 1200 Metern und eine Achteraussicht auch von 1200 Metern. Nun aber dezentrieren wir das Bild. Setzen den Mittelpunkt nach achten um 600 Meter, haben also nun eine Voraussicht von 1800 Metern und eine Achteraussicht von 600 Metern. Wir wissen ja, die Vorausinformation ist die wichtigere. Erst mal die Tarife dran schuld. Dann die Bundesbahn mit ihrem Billigtransport. Dann kam die Rezession und der Konjunkturabfall. Und immer waren wir die angeschissen. Und trotzdem, Herr Wilde, ich sage, das Gewerbe ist noch vollkommen gesund. Auch für die Partikuläre? Ich gebe zu, so ein kleiner 800-Tonner, der sich mit einer alten Maschine durch die Gegend quält, auch von Reparaturen aufgefressen, der ist heute schwer. Überhaupt der Einzelne. Ja, Sie haben das ja mitgemacht, Herr Wilde. Nein, man muss das Risiko heute verteilen. Es geht nur noch, wenn sich ein paar Eigner zu einer kleineren Schubbooteinheit zusammenschließen. Und woher ein Schubboot nehmen? Wissen Sie, was das für ein Objekt ist? Ja, wenn Sie einen Neubau vorhaben, so 1,5 bis 2 Millionen. Na bitte. Und wer kann denn das? Doch nur eine starke Reederei. Wer redet denn vom Neubau? Natürlich einen Gebrauchten. Übrigens, Gertjes zum Beispiel modernisiert und verkauft einen Gebrauchten. Bei günstiger Finanzierung. Kostenpunkt? Ja, das ist Verhandlungssache. Rund 600.000. Bei einem Eigenkapital von nur 250.000. Naja, die habe ich ja gerade noch bei mir. Prost. Prost. Im Haus, da haben sie aber Glück. Ja. Ich sehe ja immer das Problem, das sind ja nur immer die Kinder.
Ich habe zwei, das Mädchen ist selber und die Jung, die geht noch in der Kinderjagd. Und wenn ich dann rauskomme, dann muss ich erst anfangen zu kochen. Das ist doch viel zu spät für die Plage. Hier jede Steige einzeln durchsehen und die ganzen gelben Blätter müssen weg, so kann man das ja nicht verkaufen. Aber hopp, 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 das Zeug muss weg. Sie, Fräulein, Sie, kommen Sie doch mal mit. Hey, und ich stehe nur allein hier? Ja, das kann ich auch nicht ändern, weil ohne Sie kamen, bitte. Unterschiff. Aber dafür bin ich ja gar nicht zuständig. Zum Wareneingang müssen. Na, da war ich doch schon. Ja, dann fragen Sie meinen Vater. Komm, bitte. Was soll ich denn nun machen? Hey, hallo. Hallo, kleine Maus. Ich habe etwas für dich mitgebracht. Hier, Schokolade. Danke. Na, und wie war die Arbeit? Na ja, wie sagt man das auf Deutsch? Etwas mit Zuckerlecken. Zuckerlecken war es nicht. Und wie war es hier? Hat Paul angerufen? Nein, noch nicht, aber der Pastor Porzer. Ist so etwas mit Vater? Der ist aus Rotterdam zurück. Na und? Ja, ich glaube, er ist nur so weit. Er will abfragen. Ach, doch. Aber warum nimmt er das Telefon nicht in der Hand? Wir wollen doch auch etwas wissen. Ach, weißt du, ich kenne meinen Jakob Jun ein Leben lang. Der war immer so. Der lässt sich nicht gerne in die Karten gucken. Wir sind doch keine fremde Leute. Ich verstehe das nicht. Abwracken. Und ich habe immer noch gehofft. Herr Schneider, bequemer kann ich es denn leider nicht machen. Respekt, Herr Wilde. Sie turnen ja noch ganz schön herum. Ach, die Beine sind auch nicht mehr die alten. Sieht doch alles noch recht gut aus. Wollen Sie nicht doch reparieren? Nee. Ich habe mich entschieden und dabei bleib's. Ja. Reparieren kostet nochmal 40.000 und das lohnt nicht mehr. Ja, so ein Schiff mit neun Laderäumen, nicht? Ja, Baujahr 1902. Ich habe meine Patente zurückgegeben. Wofür mein Sohn Paul das Geschäft ist nur noch Kampf. Ich hätte ihm keinen Gefallen damit. Ja, dann wollen wir mal in den Ruf gehen, nicht? Ja, was Sie gebrauchen können und ausbauen wollen, mir soll es recht sein. Lassen Sie mir einen anständigen Preis und wir werden einig. Ja, machen wir. Ein Gasherd. Drei Flammen. Was ist mit der Spüle? Ein Eisschrank. Und was ist mit dem Geschirr? Ganz haben. Wir haben ja noch ein Leutesdorf. Echt Mahagoni. Und die Möbel? Ja, was sag ich damit? Schreibe noch auf. Das ist interessant. Nee, das nicht. Das hat mein Vater mir mal geschenkt. Das nehme ich mit nach Leutesdorf. Wie Sie wollen, Herr Wilde. Ja, was haben wir noch? Das Schlafzimmer. Nun, ist das ein faires Angebot? Sie sind ein Leichenflatterer, Herr Schneider. Ist mein Beruf. Ja, reden wir nicht darüber. Dann lassen Sie die Sachen abholen. Na, ein LKW wird ja wohl reichen. Sagen wir, übermorgen. Übermorgen. Vor allem die Baustoffgüter auf dem Mittelrhein. Ich kenne mich da aus, mein Vater steckt da groß drin. Da sind solche Engpässe beim Transport, Herr Wilde. Wenn da ein leistungsfähiges Unternehmen mit Schuber und zwei Leichtern einsteigt, ich sage Ihnen, in zwei, drei Jahren ist man das im Schneider und dann kommt das große Geld. Tja. Wahrscheinlich haben Sie recht, aber in dieser Größenordnung ist für mich nichts drin. Ja, bei mir alleine auch nicht. Man braucht noch zwei oder drei Partner und keine Sorge, die finden sich. Habt da schon jemand im Auge, vor allem jüngere Leute, mit Initiative und Fantasie. Na, reizen würde mich das schon. Vor allen Dingen, man hätte wieder Wasser unterm Kiel, ne? Ja, sage ich doch. Mensch, Sie sind Kapitän. Sie haben alle nötigen Patente. Jetzt machen Sie sogar noch den Radarlehrgang. Wollen Sie das dann alles einmotten? Wo liegt denn der Schuber, den der Gertjes abstoßen will? Hier drüben im Hafen. Wenn Sie Lust haben, fahren wir mal rüber und sehen uns den Kasten an. Aha, muss man mal drüber schlafen.
Fahrstand für beide Maschinen. Vorausruder, Flankingruder. Können wir mal den Maschinenraum sehen? Ja, bitteschön, kommen Sie mit. Meine Herren, wir haben hier eine Doppelschraubenanlage mit Öldruckwendegetriebe. Welche Leistung haben die Maschinen? Je 400 PS. Und wie viele Betriebsstunden hat er runter? Vor einem halben Jahr wurden beide Maschinen general überholt. Hm. Können wir jetzt vielleicht noch mal die Wohnräume sehen? Ja, bitteschön. Kommen Sie mit. Hier ist unser Aufenthaltsraum. Hier kann man mit Gas und elektrisch kochen. Spülstein, Eischrank. Und das ist der Schlafraum? Das ist der Schlafraum, mhm. Ja. Mhm. Wie hoch sind eigentlich die Gesamtkosten? Die Gesamtkosten? Da kann ich Ihnen so keine Auskunft geben. Da müssen Sie schon mit unserer Direktion sprechen. Na, gibt's denn da keine Richtpreise? Nein, da gibt's keine. Viel länger hätten wir auch nicht warten können, Herr Wilde. Fangen wir also Anfang nächster Woche an? Dann halten Sie gleich mal fest, Frau Bernhard. Anfang nächster Woche, Franziska auf Slopelling. Was sagen Sie mir denn für einen Schrottpreis? Der liegt doch wohl fest. 17,40 Mark pro Tonne. Nee, da sehen Sie mal im Bundesanzeiger nach. Der ist vorige Woche um 2 Punkte geklettert. Das kann sein. Haben Sie deswegen vielleicht so lange gezögert? Ich rechne mit jeder Marke, Herr Specht. Wir zahlen doch Tagespreis. Ist doch klar. Also dann nächsten Montag. Dann machen wir mal weiter. Auspuffanlage erneuert, Schraubenwechsel, Sternbuchse gesetzt. Ja.
Naja, bei so einem alten Kasten steckt mehr Arbeit drin, als man denkt. Noch guter, solider Schiffsbau. Ja, ich weiß. Passen Sie mal auf. Wenn die Maschine raus ist, die nehmen wir vom Kran gleich aufs Lager, die ist verkauft. Auch die beiden Ankerspils, vom Bug und vom Heck, die kommen dazu. Hat der alte Wilde die auch verscherbelt? Ja. Gestern Abend rief er noch mal an. Die Strau, das sind etwa 600 Quadratmeter guter Holzboden. Die hat er an die Waggonbau der Bundesbahn verkauft. Dieser Fuchs, der macht doch aus jedem Nagel noch eine blanke Mark. Ja, recht hat er. Steckt ja auch genug Schweiß und Sorge drin. Von drei Generationen. Und wir haben wieder eine Partikuliersfamilie, weniger auf dem Rhein. Das ist die Versicherung, die Prämie. Und da kommt der und der und der. Ganz schön, Herr Wilde. Und alles auf Ihr laufendes Konto? Ja, alles. Was machen Sie denn mit dem vielen Geld? Wenn ich jetzt kein Schiff mehr habe, werde ich mir wohl eine Bonbonbude kaufen und eine Fahrkarte nach Hause. Wilde, kennen Sie Stolze in Mainz? Ja, nicht persönlich. Achim Stolze, Steine, Zement, Kies. Hab eben mit ihm telefoniert. Könnte unser dritter Mann werden. Mensch, Kohlberg, mit mir können Sie nicht rechnen. Ich habe vor 12 Tagen noch Apfelsinen gefahren. Schade. Müssen wir es lassen. Schwerarbeit gewohnt sind, Frau Wilde. Ja, das lernt man an Bord. Aber heute gehe ich eine Stunde früher nach Hause. So. Mein Mann kommt zu Hause aus Duisburg. Werden Sie dann weiter hier arbeiten? Ja, natürlich, das muss ich doch. Nicht rum, Achtung, gibt's Arbeit.
Hol dir den Draht, Bürste und Stoßeisen, dann kannst du acht an die Koppelwinde entrosten. Was ist denn das? Wisst ihr nicht, was Koppeln ist? Ja, doch, doch. Also, acht an die Winde. Sag mal, wo warst du eigentlich vorher? Partikulier, immer ist Franziska, Leutesdorf. Also, so ein Faulenzerleben wie da, das gibt es hier nicht, verstanden? Von wegen Faulenzerleben? Sie haben überhaupt keine Ahnung. Du, ich bin hier der Bootsmann. Und so redest du nicht mit mir, sonst hast du gleich verschissen, verstanden? Du hol die Sachen und fang an. Okay. Schön, dass du wieder da bist. Du hast mir gefehlt. Ich bin auch froh. Mensch, das Examen war ganz schön schwer. Was die alles wissen wollten. Pff. Du Papi, ich habe jede Nacht mit Mutti zusammengeschlafen und bin immer früh aufgestanden, wenn Mutti zur Arbeit gefahren ist. Moment mal, Christa. Da ist irgendjemand. Hör mal, das ist Vater? Tatsächlich, das ist der Alte. Sag mal, hast du schon mal was von einer Einrichtung gehört, die man Telefon nennt? Telefon? Nee. Was ist das? Ich wollte gerade ins Bett gehen. Ja, bleib mal noch ein bisschen. Hast du vielleicht auch noch Hunger? Was hast du denn? Nicht viel. Paul kam ja heute auch gerade von seinem Lehrgang aus Homberg zurück. Ja, ich weiß. Wieso weißt du? Hast dich doch die ganzen Wochen nicht um uns gekümmert. Na, denkst du, in Duisburg weiß man nicht, wer im Radarlehrgang auf dem Schulschiff sitzt? Also, was hast du zu essen? Hier, ein Stück Brot und die Wurst. So, auch kein Bier? Muss ich erst nachsehen. Kommt hier nachts an und will speisen wie ein Großfürst. Ja, ich weiß nicht, ob ein Stück Brot und eine Flasche Bier so großfürstlich ist. Hier. Und morgen kaufst du ein bisschen mehr ein. Da kommen doch Ernst und Bruno. Wieso? Jetzt hier mitten in der Woche mit Ihren Frauen? Nee, die nicht. Aber es klappt gerade so. Der Bruno hat seine freie Woche und Ernst, der kann von Koblenz schnell mal rüberkommen. Und was wollen die hier? Die wollen gar nichts. Ich habe was mit ihnen zu reden. Übrigens mit dir auch. Komm, setz dich. Nee, hol erst mal ein Glas. So. Sag mal, altes Mädchen. An deinem 60. Geburtstag, da habe ich dir doch was geschenkt. War das nicht eine Kreuzfahrt im Mittelmeer? Machst du, hör bloß auf. Geschenkt und nie gekriegt. Gebunkt und bezahlt, hast du damals gesagt. Naja, dann hat es nicht gleich geklappt. Und dann kam was dazwischen. Und dann habe ich es vergessen. Ich kenne dich. Also gut, ich habe es auch vergessen. Nein. Hier, da ist sie. Flugschein nach Genua, Kabinenbuchung. Und in 3 Wochen geht's los. Du sollst nicht sagen, dein Bruder ist ein schäbiger Filz. Jakob, das ist doch nicht wahr. Das kann ich ja gar nicht glauben. Nee, dass du da noch dran gedacht hast, Junge. Ja, schon gut, alles Mädchen, schon gut. Ich bin ja froh, wenn du weg bist. Dann ist wenigstens immer ein Bier im Haus. So, Nico. Ja? Mach schon mal vorne die Lampen klar. Hast du schon mal gemacht? Ja, für Franziska immer. Aber wie geht denn das hier genau? Geh zum Jens und lass dir zeigen. Warte mal. Ich hab dich neulich ein bisschen hart angepfiffen, damit du gleich weißt, wir sind hier kein Familiendampfer. Aber sonst bin ich eigentlich ganz in Ordnung. Wenn du Lust hast, kommst du gleich runter, trinken wir ein Bier zusammen. Alles gut, ich komm. Nur ab. Ich weiß ja nicht mal, was den Katzen wird, wenn Struppi hier ist. Die werden sich aneinander gewöhnen. Wird sowieso ein bisschen eng werden, ne? Ach hier, du sollst mal rüberkommen. Ich? Ja. Ich komme. Setz dich, Afje. Das geht dich auch an. Warum ich euch hergebeten habe, ist ja immer so, wenn einer stirbt, dann wird erst geheult. Dann gibt's Musik, den Leichenschmaus und dann kommt das Gerangel um die Erbschaft. Ja, unsere Franziska ist ja nur tot. Die Heulerei haben wir hinter uns. Der Leichenschmaus kommt hoffentlich bald. Die Musik können wir uns schenken.
Fangen wir also mit der Erbschaft an. Ich habe aus der Franziska noch einen ganz schönen Batzen Geld herausgeholt. Und dazu möchte ich euch was sagen. Ich brauche davon nichts. Wieso? Du musst doch von was leben. Ich krieg seit Anfang des Jahres eine Rente. Was? Du kriegst eine Rente? 1000 Mark monatlich. Davon hast du uns ja gar nichts gesagt. Ach, hab ich's wohl vergessen. Also, mich braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Du, Bruno, deinetwegen komme ich auch nicht um meinen Schlaf. Du hast, was du brauchst. Ernst, mein Junge, du hast deinen Teil ja schon mit deiner Villa verbraten. Ich finde es großartig, dass Rutze dir jetzt über den Kopf weg vermietet hat. Du wirst also auch über die Runden kommen. Aber du, Paul und Afje, ich sehe es ein, ihr beiden, ihr seid ja wirklich die Angeschissenen. So ist das ja nun auch wieder nicht. Red nicht, ich weiß Bescheid. Ich habe in den letzten Jahren viel verbaut. An Bord bin ich dir oft im Weg gestanden. Und ich weiß, dass du mich manchmal, dass du den alten Stinkbock oft verflucht hast. Jungs, wir sind eine schiffige Familie. Wir haben immer Wasser unter Kiel gehabt. Und deswegen frage ich euch, Ernst und Bruno, seid ihr einverstanden, dass wir mit dem Geld von der Franziska, das sind immer noch gut 100.000, dass wir damit Paul und Afje wieder flott machen? Aber selbstverständlich. Ja klar, ich auch. Gut, erledigt. Bei Gerdges liegt nämlich ein hübscher Schuber, den sich unser Paul schon angesehen hat. Woher weißt du denn das? Ruhrort ist ein Dorf, mein Junge. Du brauchst bloß in eine Kneipe gehen und ein Bier trinken, da erfährst du alles. Das war nur so eine Idee, Vater. Eigentlich hat mich der Kolberg dazu gedrängt. Das hat doch gar keine Basis. Na, jetzt hast du sie. Ich finde die Idee gut, dass sich ein paar Mann zusammentun. Mit dem Radar kommst du jetzt auch klar und A4 Ganzen mit an Bord nehmen. Ich kann doch gar nicht glauben. Dann haben wir wieder ein Schiff. Vater! Mensch, Vater. Du, danke schön. Schon gut, schon gut. Gibt's ja hier in dem Land endlich mal was zu essen? Vater! Komme! Wenn du morgen nach Duisburg fährst, dann nimmst du uns frei mit, verstanden? Gemacht. Ich muss noch mal auf die Werft. Das hat nun nichts mehr mit uns zu tun. Kommt, Kinder, jetzt schauen wir uns den Schuber an.